Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Da habe ich schon mitgenommen, es ist offensichtlich kompliziert zu vermitteln, was wir ganz genau machen im Detail. Das hatte ich auch erwartet. Ich werde auch nochmal versuchen, das jetzt etwas zu detaillieren. Ich muss zugeben, dass ich solche Veranstaltungen wie heute immer total spannend finde. Da muss ich mir die ganze Zeit Notizen machen und dann über was ganz anderes sprechen. Einfach sozusagen so das, was mir eingefallen ist auf dem Weg. Aber wir haben ja ein Thema, deswegen würde ich da dann auch drüber sprechen wollen. Der Ablauf wird im Wesentlichen sein, ich gebe Ihnen die Zusammenfassung vorneweg, dann kommt ein kleiner Werbeblock, dann kommt es nochmal alles im Detail, dann kommt wieder ein Werbeblock und dann kommt der Cliffhanger. Erstmal die Zusammenfassung. Ich versuche mal einfach zu beschreiben, was das Problem ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt irgendwie, werden Leiter von einer neuen Einrichtung. Sie gehen dahin, der vorige Chef kommt zu Ihnen und sagt, ah, super Einrichtung hier, hier ist bei uns, wir haben alles digital. Und dann denken Sie, oh, das ist ja alles schön. Ja, es ist alles komplett digital gespeichert, alles super, gut. Und dann tritt er ab irgendwie, ist mal weg und Sie sind jetzt zuständig. Sie gehen dann in das Büro rein, da machen Sie den Schrank auf, denken, alles digital. Und dieser Schrank ist komplett voll mit Festplatten. Der ganze Schrank ist einfach voll mit Festplatten. Denken Sie, ui, okay, nehmen Sie die erste Platte raus, gucken Sie die an, ist so eine dicke, hat so einen komischen Anschluss und an Ihrem Computer ist überhaupt kein passender Anschluss dafür. So eine alte irgendwie ST-502-Platte oder so. Passt einfach nicht dran. Mist, na gut, weg damit. Nächste. Holen sich die irgendwie ran, die kriegen sie immer angeschlossen, aber die macht immer nur so und da ist irgendwie das Öl verharzt und die läuft nicht mehr. Okay, auch weg. Kommt die nächste ran. Stecken sie ran, die läuft wunderbar, sind jetzt mit dem Rechner unterwegs und dann stellen sie aber fest, der sagt, der kennt das Filesystem nicht. Der hat irgendwie ein komisches Filesystemformat, das ist noch auf dem Amiga oder irgendwas gemacht und das kann ihr Rechner nicht lesen. Ja, auch irgendwie doof. Gut, nächste. Und dann haben sie irgendwann eine, die stecken sie rein und ja, Sieg. Die Platte wird gelesen, ist da, Sie können sie anklicken und Sie finden irgendwie 150.000 Dateien, die in einer interessanten Ordnerstruktur angeordnet sind und sehr lustige Namen haben. Und ich nehme mal an, die meisten von Ihnen haben so eine Platte zu Hause. Das ist so die von dem vorigen Rechner, wo man mal so sein Zeug gespeichert hat und will es ja noch nicht wegschmeißen und tut es irgendwo in den Schrank und wartet dann auf die Pensionierung, oder um das mal aufzuarbeiten. So, und dann gucken Sie das durch und Sie stellen einfach fest, Sie verstehen diese Ordnerstruktur nicht, Sie wissen auch nicht, was auf diesen Dateien ist, Sie wissen im Grunde auch nicht, was Sie erwarten sollen und irgendwie ist es sehr viel. Und dann haben Sie noch den ganzen Schrank voll mit diesem Zeug. Und jetzt wissen Sie nicht mehr so richtig, was Sie machen sollen, dann rufen Sie den nochmal an und sagen, oh, das ist aber alles irgendwie nicht gut. Und er sagt, ja, ja, ich habe aber ein Verzeichnis von allem, das ist auf der einen Platte drauf. Ja, und dies können Sie jetzt suchen und irgendwie gucken. Und es hilft Ihnen am Ende auch irgendwie noch nichts. Ne? Am liebsten hätten Sie einen Aktenordner, wo mal verzeichnet ist, Platte Nummer so und so viel, und da steht das drin auf Papier. Ja, und das war natürlich aber auch nicht die Idee, alles digital. Also irgendwie ist das langfristig verfügbar machen, dass Sie da was mit anfangen können, nicht ganz einfach. Und da möchte ich ein bisschen was drüber erzählen, wie man das macht, wo die Probleme sind an diesen Sachen. Einfach, dass Sie sehen, dass das in gewisser Weise ein spannendes Thema ist und was man da machen kann. Ja, vorher kommt aber der Werbeblock, weil wir haben schon gehört, DIGIS, was ist DIGIS eigentlich? DIGIS ist ein Förderprogramm der Kulturverwaltung in Berlin und die Ziele sind im Wesentlichen, dass wir helfen, die Kulturinstitutionen zu aktiven Gestaltern ihrer digitalen Praxis zu machen. Ich meine, das haben wir heute auch schon gehört, sie sollen dem nicht ausgeliefert sein und da wollen wir einfach, soweit das geht, ein bisschen mithelfen. Wir wollen ein interdisziplinäres Partner- und Kompetenznetzwerk aufbauen, das tut man heute sowieso, und ihnen helfen, in vollständigen Workflow, Digitalisierung, wer das braucht, zu machen. Aber dass das Ganze irgendwie ein bisschen natürlich wird. Ja, und am Ende haben wir dann das Thema eben Langzeitverfügbarkeit der Daten. Und da geht es genau um diese zwei Sachen. Einerseits digitalisieren Sie jetzt analoge Dinge und das wollen Sie eigentlich nur einmal machen. Das ist aufwendig. Sie müssen, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben Bilder oder Negative, die unter irgendeinem Scanner tun. Das ist wirklich ganz viel manuelle Arbeit. Und das möchten Sie einmal machen. So, jetzt verändern sich aber ja die Formate, mit denen Sie das anzeigen. Das ist, über die Zeit wird das jedes Mal wieder anders, die Auflösung, werden, es verändert sich was. Und diese Transformation, dass Sie das so kriegen, wie Sie es gerade heute brauchen, die soll dann irgendwo automatisch erfolgen, sodass Sie das sozusagen aus diesen Daten, die Sie einmal digitalisiert haben, immer wieder machen können. Und das ist Langzeitverfügbarkeit. Die Sachen sind langzeitarchiviert und sicher, aber ständig verfügbar. Ja, und das Förderprogramm selber ist spartenübergreifend. Zielgruppe sind Kultureinrichtungen in Berlin. Und wir sind seit 2012 dabei, 71 Projekte, 32 Einrichtungen, knapp 3 Millionen Euro. Und es gibt eine externe Jury, die jedes Jahr über die Anträge entscheidet. Also es werden Anträge geschrieben, die Jury entscheidet und ja, der Senator folgt dem meistens dann. Ich glaube, bisher fast immer.
Im Schnitt 600.000 Euro pro Jahr, jetzt, und maximal 150.000 pro Projekt, aber es ist im Schnitt eher weniger. Also die größten Projekte sind knapp unter 100.000 typischerweise. Und auf der anderen Seite ist dann das Forschungskompetenzzentrum Digitalisierung Berlin, das ist DIGIS, das sind meine Mitarbeiter, die da arbeiten und versuchen, das Ganze zentral zu betreuen, die unterstützen, koordinieren, beraten die Projekte, machen technische Unterstützung, weil unser Ziel ist, die Sachen offen verfügbar zu machen. Und das heißt als allererstes mal DDB und Europeaner. Da kommt die ganze Sache auch her. Irgendwann wurde mal festgelegt, dass Deutschland in der DDB seine Kulturobjekte präsentieren möchte und das muss ja irgendwo herkommen. Aus den Institutionen. Und das wurde auf die Länder verlagert und wir sind einer in Berlin, der hilft, dass da irgendwas auftaucht. Und den Rest macht dann die DDB und bringt das zusammen und dann auch in die Europäer und dann wird das alles da. Und wir helfen auch, die Langzeitverfügbarkeit der Daten sicherzustellen. Das kann man dann bei uns und bauen dann ein Netzwerk. Hier ist so mal die Zusammenfassung. Das Spannende ist eigentlich Punkte. Das eine sind einfach mal die diversen Objekte, die sie haben. Also Gemälde, Grafiken, Plastiken ist nicht so verwunderlich, aber da sind auch Gipsenbüsten, Totenmasken, Bücher, Akten, Urkunden, Tonbänder, Buchseiten, also Dinosaurierknochen. Es ist wirklich ein sehr bunt gemischtes Zeug, was wir haben. Und es sind inzwischen über 1 Million Dateien, die da zusammengekommen sind. Und es ist tatsächlich auch so, zu uns kommen Leute mit dieser Festplatte, von der ich da gerade gesprochen habe, an und sagen, hier, wir haben diese Festplatte, das ist bei uns digitalisiert worden und das ist anstrengend, um das mal höflich auszudrücken. Und es wird halt immer mehr. Gut, kurz noch, DIGIS ist angesiedelt am Zuse-Institut Berlin. Das ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut des Landes für angewandte Mathematik und Informatik. Und wir werden gleich noch sehen, wie so ein Institut zu so einer Kulturgeschichte eigentlich kommt und warum das auch Sinn macht. Namenspatron ist Konrad Zuse. Wer es nicht weiß, nach deutscher Lesung der Erfinder des ersten Computers. Ja, die Amerikaner sehen das anders, die haben den Computer dann ein bisschen anders definiert und dann sind sie die Ersten und er war der Erste, der fast einen Computer erfunden hat. Gut. Um Ihnen so ein Gefühl für Langzeit zu geben, gucken Sie sich dieses mal an. Das ist der Kyros-Zylinder. 538 vor Christus ist jetzt im Britischen Museum. Also so sieht er aus und das war Kyros der Große, Herrscher von Persien, der hat irgendwie da beschrieben, wie toll er war, wie er den vorigen Herrscher von Babylon weggejagt hat und wie schlecht sein Vorgänger war und wie viel Gutes er für die Sklaven getan hat und alle solche Sachen. Und ganz tolle Geschichte, finden Sie halt so, ja gut, das ist hier Schrift übrigens, das kann man transkribieren, das sieht dann so aus, schon mal schön, man hat das alles wieder runtergekriegt, haltbar war es auch. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit? Und das Erste ist natürlich, dass man überhaupt mal das transkribiert in unsere Schrift und dann hat man sowas hier. Bilu, Sa, I, Na, Tu, Kul, I und so weiter. So, da sind wir natürlich noch nicht ganz da und jetzt muss man das ja noch wieder übersetzen, wenn man denn kann, in modernisch Deutsch zum Beispiel und da stehen dann hier die Texte. Aber das ist ein wirklich schönes, gelungenes Beispiel für Langzeitarchivierung von Informationen, weil das ist jetzt ziemlich lange her, 2.500 Jahre und wir kriegen immer noch raus, was er uns sagen wollte. Das muss man erstmal schaffen. Womit ich nicht vorschlagen möchte, dass wir jetzt alle unsere Informationen auf solche Zylinder in Keilschrift machen und die irgendwo vergraben. Wobei das würde im Prinzip funktionieren, zumindest in einem gewissen Umfang. Es gibt auch in der Schweiz irgendwo eine Institution, da können Sie Ihre Daten hinschicken, die gravieren den alles auf Steintafeln und lagern die dann in so ein Bergwerk. Das machen die mit einer automatischen Maschine. Tolle Sache, auch sehr haltbar. Der Nachteil an der Geschichte ist im Wesentlichen die Datendichte. Also ich meine, so eine Steinplatte, wenn Sie da Schrift drauf machen, auch wenn Sie klein ritzen, da geht nicht allzu viel drauf. Und okay. So, also Bewahrung von Wissen ist das Thema. Wie ging das? Früher gab es mündliche Überlieferungen. Dann so ab 2000 gab es dann so Abschriften, ab 1000 nach Christus dann konnte man auch mal drucken und irgendwie ab so 2000 nach Christus, nageln Sie mich nicht auf 20 Jahre fest, Internet und elektronisch. So, es hat sich also ein bisschen was verändert. Gut, jetzt ist alles elektronisch, wunderbar, wobei ich darf das mal eingefallen ist, von wegen die... Achso, okay. Ja, apropos digital, also das Bild, was Sie sehen, was da passiert ist, das ist alles digital in diesem Rechner, dann geht das in dieses Kabel und an dieser Stelle hier wird das wieder analog, weil das ist nämlich ein analoges Kabel, dann geht das da durch und irgendwo in dem Beamer wird das dann wieder digitalisiert und dargestellt. Das kann man auch machen, aber es passiert erschreckend oft noch auf diese Weise, wenn Sie irgendwo rumlaufen. Es sind alle noch auf diesen analogen Kabeln, das ist total faszinierend.
Ja, gut, also wir haben jetzt aber alles ganz digital, ganz toll, alles super und dann haben wir dieses hier. Das ist am Zuse-Institut unsere Speichereinrichtung. Und das, was Sie hier sehen, ist ein StorikTech 8500 Enterprise Bandroboter. Der ist verbunden. Sie können das hier angucken. Diese kleinen Dinger hier, das sind alles einzelne Kassetten. Der ist voll damit. Und da gehen überall diverse Giga und Terabyte drauf. Das Ganze ist brandsicher in der Sicherheitszelle angebracht und der hat im Augenblick eine Maximalkapazität von ungefähr 150 Petabyte. Petabyte ist das, was nach Terabyte kommt. Das sind so 150.000 Terabyte, 150 Millionen Gigabyte. Egal, mit was Sie ankommen, das passt da drauf. Also wenn wir das Ding voll machen, dann haben wir wirklich was erreicht. Ja, wir haben da noch einen Supercomputer, mit dem erzeugen die künstlich Daten, um den irgendwie voll zu machen oder sowas. Aber für alles, was es, sagen wir mal, real gibt, irgendwie Kulturdaten, es passt da drauf. Und auch wenn wir die ganzen Filme der Kinemathek nehmen, kein Ding. So, eigentlich ist die Geschichte an dieser Stelle zu Ende. Wir tun das da drauf und schön. Ich sollte noch erwähnen, dieses System lebt. Das wird nie abgeschaltet, sondern da kommen ständig neue Bänder mit neuen Kapazitäten, die irgendwie mehr reinpacken, dann kommen da neue Bänder rein. Da kommt hinten ein neues Laufwerk rein, was sie liest, was eine höhere Kapazität hat. Wir haben auch schon mal das Gehäuse ausgetauscht, das war früher rund. Da haben sie dann alle Bänder rausgenommen, das eckige Gehäuse rausgebaut, die Bänder reingebaut mit den neuen Laufwerken und das geht so weiter. Das Ding gibt es quasi in dieser und ähnlichen Form seit über 20 Jahren. Das entwickelt sich so weiter und die Kapazität wird einfach immer größer. Und das ist auch der wahrscheinlich beste Weg, das einfach kontinuierlich zu machen. Es ist auch alles zweimal gespeichert da drauf. Also jedes Band ist kopiert nochmal woanders und wird regelmäßig automatisch umkopiert, damit da irgendwie nichts passiert und geguckt, ob noch alles drauf ist. Faktisch wird da auch nie was gelöscht, weil da ist genug Kapazität. Wenn was Neues kommt, nehmen wir die leeren Bänder und es wird erst überschrieben, wenn es voll ist. Aber das Ding wird ja nicht voll. Also ganz kurioses Ding, aber die Bits kriegen wir wieder. Wir tun die rein und solange wir irgendwie dieses Institut existiert und dieser Roboter, glauben Sie einfach, das können 20, 30, 40, 50 Jahre, also das 20, 30 Jahre funktioniert es jetzt schon, die Bits kriegen wir zurück. So, alles gut eigentlich, möchte man denken, oder? Und da kommen jetzt genau diese Sachen, Zeichenkodierung. Sie haben gerade schon die Keilschrift gesehen, das ist aber nicht anders beim Computer. Früher Großrechner gab es sogenannte EPDIC-Codes. Ansonsten ASCII haben Sie vielleicht mal gehört, ISO 88591, 1 bis 16, Varianten Unicode, Version 11, alles verschiedene Codierungen von Zeichen. Was bedeutet, wenn Sie in ASCII 41 haben, im 16er-System, ist das dasselbe wie 65 im 10er-System, wäre binär dann diese Zahl, wobei diese führende 0 insofern an der Stelle wichtig ist, weil sonst könnte das auch eine negative Zahl sein und diese 65 bedeutet am Ende, dass wir ein A haben. So. Wenn wir das also wissen und irgendwo eine 65 finden, A, ein A. Wunderschön. So. Wenn wir jetzt aber einen schönen Text haben, ist es ja vielleicht mehr als nur das A. Ne? Wenn Sie sowas haben, dann haben Sie einen Buchstaben in einer ganz bestimmten Schrift, Matura MT Script Capitals, in einer bestimmten Größe, 166 Punkt und noch ein A. Da brauchen Sie noch viel, viel mehr Informationen, um das so wiederzukriegen. Und wie gesagt, wenn Sie das nicht wissen, was für eine Codierung ist, ist es Mist. Hier sind diese Codierungen, EPDIC, ASCII, ISO. Wenn Sie zum Beispiel gucken, eben unser 4.1, was wir haben da, oder 4.2 ist das A, dann kommt das B. Wenn Sie hier bei 4.1 kommen, da haben Sie irgendwelche komischen anderen Zeichen. Und das kriegen Sie nicht raus. So, das muss irgendwo stehen. Und viel besser wird das natürlich, wenn wir ein bisschen kompliziertere Sachen machen, zum Beispiel Farbe. Ne? Farbräume. Was stellen Sie eigentlich dar? Und was man da typischerweise tut, ist, wenn ich sage, ich habe jetzt Webseiten, haben sie auch diese Dreier-Farbcodes da, 255 oder irgendwie, pures Rot, naja, was immer genau pures Rot ist. Was sie machen ist, sie tun hier so ein Referenzding mit drauf auf ihr Bild, von dem das unter definierten Bedingungen gedruckt ist, sodass sie das kalibrieren können und wenn sie später gucken, da wissen sie, was die Farben hätten sein sollen und dann können sie das entsprechend anpassen. Und als ich mir das angeguckt habe auf der Webseite, kam auch gleich hier dieser Disclaimer, die in diesem Artikel angezeigten Farben sind nicht farbverbindlich und können auf verschiedenen Monitoren unterschiedlich erscheinen. Und Sie werden es nicht glauben, die Farbe sieht da ganz anders aus als hier. Und das wird als übrigens als Gold angezeigt. Also ist das Gold? Das wäre die Farbe für Gold. Also Farbinformationen, ich meine, sind schwierig. Bei vielen Bildern im Web ist es egal, aber wenn ich jetzt die Mona Lisa oder ein Gemälde abfotografiere, dann möchte ich das ja in den richtigen Farben angezeigt haben. Ist auch bei Schwarz-Weiß-Fotos schon nicht ohne. Da haben Sie Negative, die müssen wieder umgewandelt werden. Da gibt es Gradationskurven, die für jedes Filmmaterial verschieden sind. Das heißt, selbst so negativ ist ohne die zusätzlichen Informationen nicht vollständig auszulesen. Und das geht dann halt so weiter, historische Adressbücher.
Sehr schöne Sache hier mit der ZLB. Einziges Problem, das Ganze ist in Fraktur. Da ist die Schrifterkennung dann wieder. Sie kriegen ja erstmal nur ein Bild aus dem Scan raus. Und das dann wieder in Schrifterkennung umzusetzen, sodass sie den Buchstaben wieder rauskriegen in ein 65A, aber dann in Fraktur, ist ein bisschen Arbeit. So, dann kommen wir zu Hanna Höch. Da wird es schon ein bisschen schwieriger. Das ist schon keine Flachware mehr im klassischen Sinne. Da muss man sich ein bisschen anstrengen. Und richtig spannend wird es dann bei so Sachen, was ich schön finde hier zum Beispiel, eine Stoffmustersammlung. Das sieht da so aus, da ist ein Stoffmuster drin. So, da haben Sie erstmal das Farbproblem, dann können Sie das natürlich wie hier scannen und Sie sehen da hinten auch schon wieder, da legen die gerade hier dieses Ding drauf. Aber eigentlich wollen Sie noch mit dem Mikroskop reingucken, wie denn das Webmuster von dem Ding ist, weil das interessiert Sie auch. Und was für ein Material der Faden ist und so weiter. Ich meine, wenn man sich ein Buch anguckt, gibt es ja auch Leute, die sich nicht für den Text interessieren, sondern auch, was für ein Papier es ist, was für ein Einband. Ich meine, es reicht ja nicht, Goethe zu digitalisieren, den Text zu haben und alle Bücher von ihm wegzuschmeißen. Ne? Dann haben sie Skulpturen, alles ganz gut, solange die nicht voll verspiegelt sind, dann wird es alles ein bisschen schwieriger. Gut, dann Metadaten hatten wir schon. Sie wollen ja eigentlich auch was wissen über die Objekte. Ne? Wie hier zum Beispiel, wer hat das Ding eigentlich gegossen? Wem hat das... Unendliche Informationen, die Sie noch zusätzlich haben, um das Ganze in Beziehung setzen zu können. Naja, und dann geht es so weiter, wie gesagt, die Knochenkeller des Museums für Naturkunde. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Objekte der Museen eigentlich in den Ausstellungen sind und wie viele in den Archiven? Es wird ausgestellt irgendwas von 1-10% und der ganze Rest ist in irgendwelchen Magazinen, das sehen Sie überhaupt nie. Digitalisierung gibt die Möglichkeit, alles gleichzeitig verfügbar zu haben. Und können sich nicht vorstellen, ich meine, Kultur, das Schlimme aus einer Digitalisierungssicht an Kultur ist, sie ist so vielfältig. Auf der anderen Seite hat das ja seine Momente. Aber was Sie da kriegen, es kommt alles an. Da kommen die hier mit diesen toten Käfern und sie wollen die digitalisieren. Wissen Sie, was das ist? Das ist eine automatische Dreh- und Abfotografiermaschine für Käfer. Da kommt dieser Käfer rein, der wird gedreht und gewendet, da ist eine dicke Kamera und die fotografiert ihn von allen Seiten. Ja, und Sie brauchen da wirklich Ideen, was Sie machen. Also mein Lieblingsbild, die Leute, die mich kennen, wissen, das ist das hier. Das ist auch aus dem Stadtmuseum. Wird man in 50 Jahren noch wissen, wo man die Dinger für benutzt hat? Stellen Sie sich vor, in 50 oder 100 Jahren sind sowieso alle kahl. Die haben überhaupt keine Vorstellung, was das ist und wozu das sein könnte. Die denken, das ist ein Folterinstrument oder wurden Leute mit exekutiert oder so. Ich meine, Kopf reinstecken und dann Strom anschließen. Und ich meine, das sind technische Sachen, jetzt haben wir das Bild, aber wie haben die funktioniert, wie gut, eigentlich müsste man noch eine technische Aufzeichnung haben, einen Bauplan oder irgendwas, da wird es ja richtig schwierig. Ja, und dann kommen wir natürlich zu den ganzen anderen Sachen, die sie auch haben, die ganzen Videokassetten, die Aufnahmen, ich meine, ich sage mal ganz böse, das Gute ist, die ganzen Sachen, die sie mit der Videokamera aufgenommen haben, nach 10 Jahren sind die Bänder kaputt, dann ist es auch weg. Ne? Ansonsten müssen sie sich da Gedanken machen. Aber es gibt auch Kulturgut, wo es wichtig wäre und irgendwann bröseln diese Bänder auseinander und dann können Sie die vielleicht noch einmal aufkochen und einmal digitalisieren und das war's dann. Und eine Sache, die man auch nicht vergessen darf, ist Folgendes. Es wird nicht immer alles besser. Wir hatten das mit der Kinemathek. Zum Beispiel Digitalisierung von Filmen, das Equipment, was Sie haben, um Filme zu digitalisieren, ist so gut, wie es irgend geht. Da macht niemand mehr was Neues, weil das Thema ausläuft. Irgendwann sind alle Filme digital, da kommt nichts Neues mehr. So, das heißt, irgendwann ist das nur noch ausgenudelt oder jetzt was wieder Retro-Plattenherstellung, zum Beispiel Schallplatten. Die bauen alle die alten Fabriken wieder auf, weil keiner neue Fabriken für Platten herstellt. Das fängt jetzt so langsam an. Und irgendwann ist die Technik weg. Ne? Oder hier habe ich in Japan gefunden, da steht die Frage, what is this apparatus? Ne, für die Studenten, um rauszufinden, was das ist. Ne, und irgendwann gibt es diese Laufwerke nicht mehr und sie kriegen das nicht mehr raus. Wie gesagt, sie haben diese ganzen Formatprobleme. Das ist übrigens WordPerfect für DOS 1.0. Ganz super. Ne, da gibt es diesen schönen Spruch zu. Digital information lasts forever or 5 years, whichever comes first. Und da müssen wir uns irgendwie mit auseinandersetzen. So, und das ist alles noch das Analoge. Und sagen wir ehrlich, das Analoge ist das Einfache. Hier gibt es gerade vom MoMA interessante Frage. EVE, falls Sie das kennen, Massive Multiplayer Online Game, da spielen zum Zehntausende Leute gleichzeitig irgendwelche Raumschlachten. Ich weiß nicht, wann die arbeiten, aber es ist wirklich unglaublich, was da abläuft. Und das ist aber ein gesellschaftliches Phänomen. Wie archivieren Sie das? Das ist wirklich absolut unbeschreiblich. Und später ist es ja vielleicht, gucken wir alle mit solchen Brillen und haben ein Plakat oder irgendwas und dann wollen Sie das ja immer noch sehen. Also es ist schwierig. Zusammenfassung, Langzeitverfügbarkeit ist kein Backup. Backup gibt Ihnen die Bits zurück,
wir liefern Ihnen zurück oder LZA liefert zurück, das sind Bytes, das ist ein Video, das hat die Länge, das hat das Format, das hat die Dimension und so weiter, da kommen Informationen mit. Leute haben ja nachgedacht darüber, es gibt auch einen Standard dafür, ISO 14721, können Sie hier gucken, ich zeige Ihnen diese Folie nur, damit Sie sehen, dass es kompliziert ist. Die Anforderungen sind im Wesentlichen, es muss selbstdokumentierend sein, was aber nicht leicht ist, denken Sie an den Zylinder. Wie sollte der selbst dokumentieren, in welcher Variante von Kyrillisch, von Keilschrift er ist? Das ist nicht ganz einfach. Sie sollten vorhersehen, was veraltet, Formate, Software, Hardware, Organisation, das ändert sich ja alles. Lose gekoppelte Komponenten mit definierten Verantwortlichkeiten sind schön und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wie man Langzeitarchivierung machen kann ohne Open-Source-Software. Wenn ich die Software nicht habe im Quellcode, kriege ich ja nie raus, was ich später gemacht habe. Aus meiner Sicht sind offene Standards und Open-Source unverzichtbar da. Ist genau das, was wir machen. Wir arbeiten da mit Archivematica für den Ingest, mit iRods, Data Workflow, mit Islandora für das Access Management. Das sind alles Open-Source-Werkzeuge und den Glue-Code, um das Ganze zusammenzupappen, machen wir dann selber. Das sieht dann wieder so aus, schönes kompliziertes Bild. Im Wesentlichen sieht das so aus, hier kommen die Daten irgendwie rein, da ist Vorverarbeitung und wird geguckt, was es ist, dann geht das da lang, dann ist der richtige Ingest, dann wird das in so Pakete verpackt und am Ende landet das hier auf diesem Bandroboter. Ganz unten im Keller, ganz sicher und so, dass es nicht abbrennt. So, es bleibt schwierig, was tun? Faktisch für kleine Einrichtungen unmöglich, vergessen Sie es einfach, Sie können es nicht, es ist zu viel Aufwand. Für größere ist es aufwendig und teuer. Wir sind dabei, als Digis zu versuchen, LZA als Dienstleistung anzubieten unter Nutzung der ZIP-Infrastruktur. Ich meine, dieser Roboter steht da, es ist Platz drauf, was soll's. So, und wir versuchen diese Sachen da drüber, genau das, was ich Ihnen gezeigt habe hier, das bauen wir gerade in Open Source aus, das läuft im Wesentlichen schon und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr einen Service für alle anbieten können, die was zu archivieren haben. Unabhängig davon, was ich vorhin gesagt habe, so leid es mir tut, Sie werden auch ein bisschen was machen müssen, wenn Sie das zu uns bringen. Nur so die Platte vorbeibringen wird nicht reichen. Hoffen wir, dass wir da was machen können, sodass alle, die das Problem haben, langfristig Sachen archivieren zu wollen, das bei uns machen zu können. So, das wollen wir zusammenbringen. Die Leute, die Kultur denken und die, die das IT-Verständnis haben, um das strukturell speichern zu können. Vielen Dank. Jetzt mache ich noch kurz Werbung für Coding DaVinci. Da werden die Daten nämlich dann verwendet. Und wie Sie ja wissen, das Beste kommt nicht zum Schluss, weil jetzt kommt ja gleich erst noch der Innovationsfonds. Vielen Dank.